Ein neuer Trend bahnt sich an. Planking is out. Ja. Richtig. Planking, was war nochmal? Das war, dass man, wolltest du das vormachen? Ja, richtig. Warte, ich gebe dir eine Box. Dass man sich an ungewöhnlichen Orten, an bescheuerten Orten, an gefährlichen Orten einfach wie ein Brett hinstellt. Das ist Planking. Lieben Gruß an meine Dortmunder Freunde. Ihr habt das auch gemacht. Ja. Und ich war auch dabei. So, das ist jetzt aber out. Richtig. In ist Milking. So, was ist das jetzt? Milking, das haben sich britische Studenten in Newcastle ausgedacht. Und, warte, ich nehme einen Schlick Milch. Es ist ganz einfach erklärt. Es ist einfach, dass man Milch an öffentlichen Orten, oh, das ist süße Milch, einfach über seinen Kopf, sinnloserweise, über seinen Kopf schüttet. Wir finden, das ist sinnlose Lebensmittelverschwendung. Deswegen allerdings, richtig? Nicht nur Milch. Ja. Du trinkst sie und wir schauen uns jetzt mal an, wie das Ganze so aussieht. Ja? Milking. Hier. Milking. Cheers. Jump around. Ja, Milking wäre unserer Meinung nach Lebensmittelverschwendung und deswegen haben in wir uns. Ach so, ja. Genau. Aber wir haben uns mal mit unseren Gästen Phil und TC zusammengesetzt, um einen neuen Webtrend zu kreieren. Und welcher Trend es jetzt sein und werden wird, das seht ihr hier. Yummy. Ist ernst. Ja, so kann das überhaupt nicht weitergehen. Ich finde das nicht schön, weil man hat nur an sich selbst gedacht. Diese Kühe haben ihre Milch gespendet, ja, für uns. Das sind Lebewesen. Ihr Lebenssaft. Ja. Geht das nicht weiter? Also das ist auch schon hart. Ja, aber sieh dir mal Milking an, ja? Milking, oh. Ja, das ist ja an, wir brauchen einen neuen Internet-Trend. Okay, wer hat jetzt eine Idee? Wir brauchen hier diese Rumtricks. Das muss was total Neues sein. Das muss anders sein. Ja. Nicht so was. Ja, ohne Kühe. Was jeder machen kann, was jeder machen kann und keine Lebensmittel, was schnell geht. Pinkeln. Schnell geht. Es muss schnell gehen. Ja, Tizi, pinkeln ganz toll. Und viral muss es sein. Das kann jeder von überall sofort machen. Ja. Ohne Milch, ohne Kühe. Puh, das schüttelt mich bei dem Gedanken allein daran. Das ist was total Innovatives. Puh. Was ist nochmal? Was denn? Was meinst du? Das schütteln jetzt? Ja. Puh. Warte mal. Was geht denn jetzt mit euch nochmal? Warum? Das ist es. Face Rushing. Jetzt verstehe ich. I'm a Scatman. Ja, komm. So, das ist der neue Face Rushing, ja? Also macht mit beim Face Rushing, bei dem neuen Trend. Schnappt euch einfach eine Kamera oder euer Smartphone, knipst euch beim Kopfschütteln dabei. Genau. Genau. Und twittert das auch gerne. Der neueste Hashtag ist jetzt natürlich Face Rushing. Alles zusammengeschrieben. An dieser Stelle müssen wir natürlich auch warnen. Ja, wir haben ja Milking jetzt verstoßen, weil Lebensmittel weggeworfen werden. Planking ist sehr gefährlich und deswegen auch die Warnung an dieser Stelle. Face Rushing ist eine tolle neue Mode, aber nicht zu oft und nicht zu viel. Denn wir wollen nicht, dass ihr ein Schleudertrauma kriegt, dass ihr irgendwas am Hals habt und dass wir jetzt hier auch noch, also, ne, immer moderat, 1, 2, 3 Mal Foto online stellen und dann ist auch gut. So. Richtig, schön online stellen. Wir haben auch schon mal ein paar Beispielfotos da von uns. Die könnt ihr euch jetzt schon mal angucken. Das ist vielleicht eine kleine Motivation, uns auch Fotos zu schicken.
Genau. So sieht das Ganze dann aus. An dieser Stelle auch ganz viele Grüße an Philippe und Max Giermann. Den haben wir diese Idee sozusagen zu verdanken. Und wie ihr seht, wenn man eine Faust in der Nähe hält, sieht es halt aus, als würde man ordentlich einen auf die Fresse kriegen. Ja, und, das sieht wunderschön aus. Sind spektakuläre Bilder. Lasst eure Gesichtszüge freien Lauf. Und ich freue mich sehr auf die Einsendung. MyVideo Rush Hour. Montag, Dienstag, 18 Uhr. Live und exklusiv auf myvideo.de.